Ja, Freunde, und damit willkommen zu einer neuen Folge von Scoom. Wir wollen direkt mal zu Cargo fahren hier. 155 Points, ja. Hatte ich nicht letztens irgendwie fast 300, aber egal. So, Freunde. Es ist endlich früh morgens, glaube ich, auf dem Server. Und ich glaube, die Wettertesteinstellungen haben sich schon mal so ein bisschen verbessert. Was sagt ihr dazu? Ups, ist ja. Ah, nur bremst. Also ehrlich. Immer dieses blöde Schleuder. Da kannst du auch nichts mehr lenken, gar nicht, ne? Der fährt einfach irgendwo hin, wo er will. Also, das finde ich aber auch noch ein bisschen übertrieben, Leute. Habe ich vergessen anzusprechen bei meinen Kritikpunkten. Die Autosteuerung halt, ne? Hm. So, da oben ist dann nämlich der Schlingel, der B4. Da wollen wir schnell hinrasen. Wir haben es 10 Uhr vormittags, Leute. Könnt ihr ja von der Zeit fast hinkommen, wie die Sonne hier so steht, ne? Also der schlägt immer zu wenig ein, ne? Also der Wendekreis ist zu groß. Die Bremse ist zu schlecht. Der schleudert zu oft, als ob er immer mit Slicks fahren würde. Das kann man ja nochmal machen am Auto. Außerdem, das Ein- und Aussteigen geht ein bisschen zu lang. Es ist so, als ob er sonntags zum Brötchen holen fahren würde, aber eben nicht auf einer gefährlichen Insel. Da würde keiner so langsam ein- und aussteigen, würde ich meinen, oder? Üch. Ansonsten, dass man den Wagen laufen lassen kann, auch wenn man aussteigt. Dass du halt einen Startknopf hast. Start und dann an und aus, den musst du halt drücken. Ne? Ich meine, beim Licht geht's ja auch. Licht läuft ja auch die ganze Zeit. Wenn du es anlässt und aussteigst. Dann müsste der Motor das ja auch hinkriegen. Nicht wahr, nicht, liebe Freunde? Wo ist er denn jetzt hier? Na, weiter geradeaus. Irgendwo da links. Kommt der noch runter oder ist er? Ne, da ist er schon. Guck an. Oh, diese blöden Schilder, ne? Hab ich Licht an jetzt? Tatsächlich, bin aus Versehen gegengekommen. Lul. Ja, brems. Oh, das dauert zu lange. Scheiß Bremse immer. Hab ich Platz? Jo. Obwohl ich ja meinen Kampfrucksack anhabe. Ich habe ja gar nicht meinen Looter-Rucksack an. Oh nee, jetzt will er in den Busch schauen, ey. Ey, hallo, hör doch mal auf da. Oh ja, nein, der nächste Busch. Oh Gott, eine Minute noch. Locket. Oh nein, ich habe ja gar nichts zum Knacken dabei. Also das ist ja echt ein bisschen doof jetzt, Leute. Ja, dann warte ich eben kurz, ne? Bis der aufgeht, oder was? Ja, das ist ja jetzt echt blöde jetzt hier, also ehrlich. Warte mal, in der Zeit könnte ich wirklich den Busch hier weghacken, ne? Das stört ja beim Aufmachen dann. Ja, was? Jetzt geht's nicht, oder was, du Lümmel? Na, mach. Kaffee trinken, Waffe an. Okay. Säbel wegstecken. So, Pipi Pupu. Ja, machen wir nochmal im Haufen. Ja, beeil dich! Wenn jetzt einer hier aufmacht, ne, und reinguckt, es sitzt einer drin am Scheißen, während die Uhrzeit hier fast abgelaufen ist. Meine Güte, na mal. Ja, aber guck mal, ich hab's, ja, vorausgesehen, dass es gerade mit der Zeit hinkommt. So, jetzt müsst ihr eigentlich gleich mal öffnen. Oh, komm, mach hin. Was ist das denn? Keine Ahnung, nimm einfach mal mit. Hab ich ja noch gar nicht. Ja, damit. 10 Sekunden, oh mein Gott. So, jetzt schnell weg. Oh shit, hoffentlich fliegt mein Auto nicht in die Luft, Alter. Okay, und wieder zurück. Im Kreis gelaufen. Ja, siehst du wohl, was ist das da? C4 Detonator. Achso, ich dachte, das wäre irgendwie eine Halskette oder sowas. Also das sah ja eben aus, ne? Ich auch, was hat der denn da eingepackt? So eine Granate, das ist auf jeden Fall gut. Ja, viel ist es nicht geworden, aber besser als gar nichts. Immerhin habe ich kein Knackzeug. Außerdem, hier, guck mal, das Täschchen und so. Das war schon guter Loot für, ne? Im Moment. So, schmeiß an die Karre.
Da hinten rechts. Ah, da komme ich wahrscheinlich hin, oder? Wo, wenn ich hier die Autobahn wechsle? Oh, hier, warte mal kurz. Wenn ich hier runterfahre, den da unten. Crazy shit. Die Frage ist, wie lange ist denn der schon da, ey? Ja, auf der Autobahn nach links. Dann würde ich ja genau drauf zukommen. Theoretisch müsste ich den hier schnell... Also zumindest schneller erreichen als den anderen. Aber ich weiß ja nicht, wie lange der da jetzt schon ist, ne? Also Cargojagd, also wenn ihr mal Langeweile oder sowas hier habt, ne? Macht es so wie ich, Leute. Cargojagd, Cargojagd, Cargojagd. Ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Mann, hört auf zu rutschen, du Hund, du. Ich meine, das ist total trocken, Alter. Wir haben Profil drauf. Da kann der gar nicht so rutschen. Das ist ja schlimmer wie im Winter, das Rutschen. So. So, einfach geradeaus, so. Ui. Ja, bei Langeweile einfach Cargojagd machen. Ich bin jetzt zwar schlecht vorbereitet, ne? Also ihr müsst ein Brecheisen, müsst ihr schon dabei haben. Jetzt fahre ich da schon wieder hin, obwohl ich gar kein Brecheisen und nichts hab, ne? Warte mal, das macht ja gar keinen Sinn, Alter. Oder wir warten eben, wie eben wieder die Sekunden ab. Aber ich habe ja nicht, ich habe ja gar nichts, Alter. Okay, den rase ich jetzt nochmal eben kurz hin und danach muss ich mich nochmal irgendwie ein bisschen vernünftig ausstatten, Leute. Ich habe gedacht, ich habe die Triche dabei. Na, wahrscheinlich wurde ich schon wieder im Livestream ein bisschen geschändigt. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen konfus. Stehst im Cargo-Drop drin und hast nichts zum Knacken. Also, das ist ja auch ein Witz. Dann gab es noch die hitzige Debatte über größere oder beziehungsweise noch eine andere Safe Zone. Also grundsätzlich bin ich da sowieso flexibel, ne? Wenn euch das nicht reicht hier, die da unten jetzt, die Safe Zone hier, so. Noch eine zweite große irgendwo hinzusetzen. Jetzt muss ich mal kurz auf den Plan gucken. Ich glaube hier geradeaus, ne? Irgendwie so, keine Ahnung. Ich bin wieder auf eine Straße runter, ey. Wann gibt's denn hier autonomes Fahren endlich? Und wir brauchen 5G hier auf dem Server. Da wurde ja schon wieder ein Schlingel. War ich hier nicht schon mal? Kommt mir gerade so bekannt vor, links, rechts. Ja, jetzt wurde ich schon wieder abgelenkt wegen dem Autofahren hier, wegen der Straße. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, irgendwas wollte ich dir erzählen. Ja, Lul? Wegen der Safe Zone, genau, da war's. Da war mich stehen geblieben, ne? Boah, ich habe auch seit 2 Tagen irgendwie so Kopfschmerzen und so ganz schlecht. Schlecht geschlafen und sowas. Total müde schon wieder, ne? Na, nicht, dass mich hier noch irgendeine Klabusterbeere erwischt hat, hätte ich fast gesagt. Aber da nicht sauer sein, wenn ich den Livestream oder sowas spontan mal ausfallen lasse, wie gesagt, dann ist das nicht, weil ich zu faul bin oder irgendwie sowas. Ich habe ja auch Bock zu zocken. Aber wenn es einem gar nicht gut geht und man unbedingt so Schlaf braucht, ne, dann baue ich mich lieber hin und versuche mich schnell wieder fit zu machen irgendwie. Da brauche ich auch nicht hin, warte mal kurz. Irgendwie da bei der Stadt da unten so, da müsste ich, glaube ich, irgendwo da, ne? Müsste man, ah, da, guck mal, da sieht man den Rauch schon. Los, gib Stoff, Junge! Der Nix. Oha, scheiß Steine. Schon wieder, ne? Der dreht einfach weg, rutsch. Besser. So, komm ran. Etwas über 10 Spieler online am frühen Morgen, am Vormittag. Hoppala. Oh, guck mal hier, die Uhrzeit. Ja, den können wir nochmal pullern gehen jetzt hier. Komm ran hier. Unfassbar, oder? Den einen haben wir voll geschissen. Den pinkeln wir voll. Damit die Elektronik kaputt geht und die Fächer sich öffnen. Deswegen, das ist so rollenspieltechnisch so erklärt. So, komm ran jetzt hier. Ab 26 Sekunden war das, ne? Oder? Da muss ich gleich nochmal drauf achten. Aber das ist echt ein bisschen Hetzerei hier, ne? Junge.
Das hätten sie echt ab 30 machen können, Leute. Das ist doch viel zu wenig sonst. Oh, das ist der Blödsinn. Smith. Komm schon. Oh, nimm auf hier. Komm weg. Es ist zwar nicht viel, aber wenn ich hier lebend wegkomme, dann, ja, haben oder nicht haben. Das war ja schön, das Munitionspäckchen da irgendwie. Ey, Baum, verpiss dich, Mann. Und unsere provisorische Schleife wieder. Ja gut, was wird's machen ohne Knackmaterial, ne? Aber das ist gar nicht mal schlecht, Leute. Guckt euch das mal an. Na, irgendwas hier? Ne, passt soweit, ne? Also, es wird ja auch immer gesagt, hier, man sieht kaum Spieler oder sowas. Ja, dann müsst ihr euch mal vernünftig artikulieren. Ihr könnt ja auch hier im Chat schreiben, ja, lass uns doch mal hier treffen und da irgendwie kämpfen. Ne? Vorher hatte ich in der 04er-Version die Stadt des Todes erschaffen. Irgendeiner hatte geschrieben, ich weiß nicht, war Discord oder unter den Kommentaren. Ja, wie wäre es mit einer Stadt, wo man immer PvP machen kann und so. Das war ja unsere Stadt des Todes. Die gibt es noch. Wo ist die? C3, die hier. Das war damals in der 04er-Version die ganze Zeit immer unsere Stadt des Todes, habe ich die genannt. Und das bedeutet, dass da immer... ja, Leute hingehen, die Bock auf PvP haben. Ne? Also der Vorschlag, den er gebracht hat, das ist schon, das haben wir hier schon auf dem Server eigentlich soweit verarbeitet. Im Moment ist die Stadt des Todes eingeschlafen, sage ich mal. Sie ist ja noch hier, die ist, wurde ja nicht rausgenommen aus dem Spiel. Müsst ihr für euch selber entscheiden, ob wir das wieder so ein bisschen, ja, vom Image her pushen halt. Weil eben hier auch viel neue Sachen zugekommen sind und dann muss man sich erstmal orientieren, ob man vielleicht einen anderen Spot nimmt für PvP-Schlachten dann so, ne? Das kann ja kann es ja ruhig geben. Eine Stadt, wo vermehrt die Gefahr erhöht ist, sage ich mal, ne? Ja, und da kann man dann als Spieler die ganze Zeit campen und auf Leute lauern. Und wenn du da hinfährst, dann weißt du ganz genau, hier könnten welche lauern. Und so könnte man dann Spieler finden zum Beispiel. Ansonsten, hatte ich ja schon gesagt, dieses Cargo suchen, wenn euch langweilig ist oder sowas. Oder ihr den Kitzel haben wollt, Spieler hier zu treffen. Dann jagt einfach die Cargos. Das ist auch eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass ihr dort Spieler findet. Kann ja auch sein, dass wir die ganze Zeit beobachtet worden sind. Man weiß es nicht, ne? Vielleicht waren wir im Visier. Einer denkt vielleicht, oh, das ist bestimmt ein LP, den schieße ich jetzt nicht platt. Jeder andere wäre vielleicht platt gegangen. Ich weiß es nicht. Ganz verschieden ist es halt, ne? Man muss nicht immer sofort schießen. Manche beobachten einen ja auch, wisst ihr? Ansonsten, ja, die Safe Zone C4... ich finde, die ist schon richtig cool. Ist ja für den neuen Patch, damit man auch, damit die PvEler in Ruhe hier einen Hafen bauen können, Boot fahren und sowas. Ne? Die haben ihre eigene Sammeldings hier. Aber es ist natürlich auch ein bisschen von mir natürlich gewollt, dass die PvEler sich auch mal raustrauen aus diesen grünen Bereichen und aus den Safe Zones allgemein halt. Hm. Damit eben dieser Nervenkitzel kommt. Ja, jetzt müssen wir raus in die wilden Länder, in die Badlands sozusagen. Und da gibt es natürlich das erhöhte Risiko, dass man plattgehauen wird, ne? Also der Sinn des Spiels ist ja sowieso hier, du hast dein Loot ja in dein Hauschen gebracht, hier als PvEler jetzt, ne? Und dann gehst du los mit wenig, gar kein Loot, ne? Alle leere Taschen, gehst du los, fährst du irgendwo hin, suchst dir einen Spot aus, wo du looten willst und dann versuchst du halt mit gutem Loot wieder heile nach Hause zu kommen. So, das ist ja so die Grundmission, die man eigentlich so hat bei Scum auch, ne? Ja, hier oben wurde ja irgendwie noch eine Stadt jetzt in D4 zur Safe Zone gemacht. Keine Ahnung, wenn ihr das da so abgestimmt habt und das so wollt und das gut findet, den Spot als PvE-Zone, wo die Leute dann in der Stadt, in der Großstadt halt drin bauen können. Ja, dann ist es ja so in Ordnung, wie gesagt. Ansonsten nochmal einen so einen großen Kringel. Ja, wo solltest du den denn, wo willst du den denn hinsetzen dann theoretisch, ne? Vielleicht hier gegenüber so. Wäre eine Möglichkeit, ne? D0, guck mal, dann hätten wir hier einen PvEler und da PvEler. Also, ihr könnt gerne mal was dazu schreiben. Also, ich bin da offen für alles, Leute. Ihr wisst das ganz genau. Ich nagel mich immer grundsätzlich nicht bei Scum fest. Wir wollen alles hier rausholen, was möglich ist, ne? Und ich selber hätte auch nichts dagegen, wenn es nochmal so einen riesen PvE-Zonenbereich hier im Iceland hier oben gibt. So hätten die PvEler so eine Verbindung, sage ich mal, ne? Und wie gesagt, es steht ja jedem auch frei, mehrere Häuser zu bauen. Hier ist keine Hausbegrenzung oder sowas. Ne? Ihr müsst nicht hier nur wohnen und sonst nirgendwo. Ihr könnt als PvEler genauso in der Grünzone sicher wohnen. Gleichzeitig könnt ihr aber draußen überall auch bauen.
wo ihr wollt. Nur da müsst ihr halt wissen, dass ihr da halt angegriffen werden könnt. Das ist halt der Unterschied. Aber sonst dürft ihr eigentlich alles, natürlich. Und als PvEler muss ich dazu auch nochmal sagen, für alle Neulinge, das hier ist ja nicht so eine komplette Verbotszone, dass ihr gar nichts mehr machen dürft oder sowas. Das ist nur euer Heim, eure Basis ist halt komplett sicher und ihr da auch in dieser Zone. Da kann man gut das Spiel kennenlernen. Aber sobald ihr rausgeht hier, könnt ihr natürlich die anderen Spieler auch angreifen. Das ist klar. Auch wenn du PvEler bist, darfst du die anderen Spieler angreifen. Das ist überhaupt kein Problem. Du darfst denen auch ein bisschen was wegnehmen. Das Problem ist bloß, das Einzige, was du nicht darfst, ist halt diese Burgen, die Festung raiden. Das ist aber auch logisch halt, weil die anderen Spieler können dich ja nicht raiden, weil du in Sicherheit wohnst. Und deswegen ist das die Regel, dass du natürlich die anderen Leute, die hier irgendwo draußen wohnen, auch nicht raiden darfst. Na? Nur um den Leuten das nochmal schmackhaft zu machen. Also die PvE-Zone, die ist nicht so schlecht. Da wird einem auch nicht langweilig nach der Zeit oder sowas. Das sehe ich nicht so. Gerade für Anfänger, die sich die ganze Zeit nicht trauen, im Online-Spiel zu spielen, ist das auf jeden Fall eine gute Sache, um sich hier langsam dran zu gewöhnen, ne? An andere Spieler und so weiter und so fort. Ist da jetzt, wohnt da jemand drin? Ja. Fahren wir außen rum. Es ist so dunkel da drinnen, erstmal reinleuchten. Und das war jetzt ein gutes Beispiel, was bei uns auf dem Server halt, wie gesagt, möglich ist. Wir haben hier keine Begrenzung oder irgendwie sowas. Ihr könnt hier wirklich die Sau quasi rauslassen. Das Einzige, was bloß halt unter Regeln gestellt ist, ist halt diese High-Loot-Stellen. Das liegt halt daran, weil wir natürlich auch den Anfängern eine Chance geben wollen, an Loot ranzukommen. Deswegen geht das nicht anders, ne? So, ansonsten könnt ihr überall bauen, die Städte vollbrettern oder so. Das ist mir eigentlich ganz lax. Das ist, spricht überhaupt nichts dagegen. Ja, und wenn jemand so baut, dass er das andere Spieler stört, wo er gebaut hat, dann wird er halt öfter angegriffen. Das ist dann die logische Konsequenz. Aber verbieten oder sowas möchte ich das eigentlich nicht. Also hier sollen schon so viele Freiheiten sein. So halt ganz normal, wie es auch auf der Welt normalerweise auch wäre, wenn man Kohle hätte zumindest. Dass man überall reinziehen kann, so zur Miete oder eben sich die Häuser zu Gemüte führen kann, ne? Ach, hier bin ich. Ich bin in der Nähe von zu Hause. Ja klar, guck mal, da ist die Butze hier. Wir haben ja im Livestream dann geheizt, ne? Lass mal sehen. Der andere Dings ist noch da, der Cargo. Ich brauche aber jetzt irgendwie... Ja, soll ich eben nach Hause fahren oder was? Brechstange und Knackzeug habe ich gar nicht dabei. Ich bräuchte eine Brechstange und Knackzeug, Leute. Das macht ja auch keinen Sinn. Obwohl es ziemlich lustig war jetzt, auf Zeit eben. zu looten. Ich meine, wir sind gerade rechtzeitig gekommen, dass man da mal eben eine Minute noch wartet. Na, dann kannst du mal eben pullern, Pipi-Pupu machen da drinnen im Cargo und dann sind die Fächer auch schon offen. Das war eigentlich ganz elegant gelöst hier. Meine Güte, die Zeit, die rennt schon wieder. Ey, jetzt, der schlendert schon wieder hier, hätte ich fast gesagt. Rutscht. Schlendert. Oh, Doppelbremse, ne? Und der fährt dran vorbei, Alter. Das muss quietschen, Alter. Genau, guck mal, er blockiert doch dann. Und dann muss das richtig so einen Streifen ziehen. Aber der muss auch schön halten dann. Das darf nicht so lange sein. Ich meine, wir fahren hier gerade mal 10 oder irgendwie sowas, wenn überhaupt. Oh Mann, Mops, hier auch ab. Schon fast erschrocken, ey. Komm unter die Räder. Ja, was ist? Wird es da hinten schon wieder dunkel oder was? Kommst du jetzt her, Gewitter? Wo ist das Gewitter? Ein bisschen Licht, die Lichtseite-Einschlag hier. Aber das ist egal. Okay, fahren wir nach Hause. Die Hälfte wieder vergessen, ist ja nicht so schlimm. Ein bisschen was haben wir erlebt, liebe Freunde. Ihr seht es mittlerweile selbst. Ja, ich arbeite im Moment an meinen Kopfschmerzen, an meiner Frühjahrsmüdigkeit. Ganz schlimm. Aber, liebe Freunde, ihr seht's, ich zwinge mich hier natürlich auf jeden Fall an den Rechner immer ran, damit ich auf jeden Fall jeden Tag eine Folge rausbringen kann. Ich hoffe, das ist mir auch noch nie passiert, dass ich, glaube ich, keine Folge rausgebracht habe. Denn wir auf der LP-Schmiede, Leute, wir sind hier, so gut es geht, gewissenhaft. Das ist aber auch die Voraussetzung, wie gesagt, wenn man sich verpflichtet, etwas zu tun, und das hat man ja, ne? Wenn du selbstständiger bist, beziehungsweise sowas hier machst, dann verpflichtest du dich, das zu machen. Und dann sollte das man dann natürlich auch jeden Tag was tun, ne? Wenn du nichts tust, dann kriegst du auch nichts. Das ist halt einfach so, ne? Kriegst du kein Feedback. Wird nicht gemeckert, keine Kommentare. E0. Ja, die Welt ist halt mega groß, Leute. Was soll ich dazu sagen? War ich überhaupt richtig? Die Welt ist wirklich mega groß.
Deswegen, sagt euren Kumpels Bescheid, macht ein bisschen Werbung hier für den Server. Damit hier immer proppevoll ist, der Server. Und dann findet man sich immer schneller. Na, bildet Teams, holt eure Freunde ran, baut hier gemeinsam was auf. Ich glaube, mit mehreren Leuten ist die Motivation für das Spiel auch ein bisschen länger dann gegeben. Sagen wir vielleicht noch richtig? Also, die Straße geht ja echt ein bisschen komisch hier, ne? Müsste man eigentlich mal ein bisschen mehr abkürzen hier. Ich bin wieder so vor, als ob langsam Nacht wäre. Das sieht ja wirklich so aus. Boah. War nicht früh morgens, das war abends, wo ich angefangen habe, oder was? Ja, Lul? Warte mal, was ist da? Ne, Westen. Das ist Sonnenuntergang, Alter. Das ist Nacht gleich wieder. Das ist ja klasse. Dann höre ich immer schnell auf, jetzt zu spielen. Das heißt Nacht. Aber Nacht ist besser als Gewitter. Und dann sagte noch einer, die Minen, die explodieren jetzt immer für die eigenen Leute. Das finde ich aber komisch. Kann man die ja fast gar nicht mehr verwenden, wa? Naja, im Endeffekt ist ja realistisch, aber trotzdem. Dann müssen wir diese Minen neu verlegen. Versteht ihr, wie ich meine? Ist die Straße geblieben, Mann. Da hinten traut das Heimglück allein. Boah. Ey, wie lange man hier rumgurken kann, bis man mal zu Hause ist, ne? Echt, es wird aber langsam duster. So, haben wir gerade geschafft, ne? Folge Ende gleich. Kann man schon fast Licht abmachen, Leute. Guckt euch das an. Ein ganzer Tagzyklus ist, glaube ich, 6 Stunden irgendwie, ne? War das nicht irgendwie so? Ich glaube schon. Aber wie gesagt, Cracky stellt da ja gerade irgendwie was ein hier mit den Sachen. Müssen wir mal testen. Das Schloss am Boot, ist das für die Kiste im Boot oder locke ich damit das ganze Boot? Ja, beides, ne? Also das Boot ist gelockt und die Kiste auch, Grenz. Die Kiste ist das Boot. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht explodiere, Alter. War hier nicht mal ein Eingang? Bin ich bei der richtigen Festung? Ja, hier, guck mal, da sieht man die Granate da unten liegen, da. Oha. Hier ist eine. Boah, guckt euch das mal an, Alter. Ihr habt hier keine Chance, Leute. Ja, aber toll, ey. Jetzt fliege ich gleich in die Luft, oder wie geht das jetzt hier? Also, das finde ich aber echt ein bisschen dämlich jetzt gerade. Bitte nicht. Antipersonenmine. Nee, die ist nicht explodiert, Alter. Irgendeiner hatte, glaube ich, gesagt, aber Jasmin sagte auch, die eigenen Minen, die explodieren dich irgendwie. Habe ich gar nicht glauben können. Aber das schreibt ja noch jemand. Das ist seit einem Patch so, dass man selber explodiert. Das finde ich aber komisch. Also ich bin bis jetzt Gott sei Dank noch nicht explodiert. Habe ich auch gar keinen Nerv zu. Ja, traut es seinem Glück alleine. Wir müssen auf jeden Fall noch mal ein bisschen hier vorbereiten. Ich finde es immer ulkig, wenn ich nach Hause komme und die Burg wurde irgendwie weitergebaut. Das ist immer wieder was Neues. Und Freunde, dann sehen wir uns, wenn ihr Bock habt, schon morgen wieder und dann bis dann.